ist unser Tauchcomputer Mantis 2. Ich zeige dir einige Funktionen und Einstellungen dieses höchst innovativen Tauchcomputers. Für den Mantis 2 gibt es ein funktionelles Kautschukarmband und ein edles Edelstahlarmband. Das aus Kautschuk lässt sich perfekt mit einem Nass- oder Trockentauchanzug tragen. Das Edelstahlarmband macht deinen Mantis 2 zum perfekten Begleiter im Alltag. Für das Gehäuse wurde hochwertiger 316 Edelstahl verwendet. Vier Knöpfe ermöglichen die einfache Navigation durch die Menüs. Die Knöpfe sind mehrfach mit O-Ringen abgedichtet. Das Eintreten von Wasser ist somit schier unmöglich. Das Display und der innere Ring sind optisch ansprechend. Der Mantis 2 ist einer der benutzerfreundlichsten Tauchcomputer auf dem Markt. Auf dem inneren Ring kannst du auf einen Blick ablesen, wo du dich gerade im Menü befindest. Über die vier Knöpfe blätterst du dich durch die Menüs und nimmst Einstellungen vor. Alles kinderleicht. Nun zu den Knöpfen. Links unten siehst du den Auswahlknopf. Mit ihm öffnest und schließt du Menüs. Links oben aktivierst du die Displaybeleuchtung, zum Beispiel bei Nachttauchgängen oder schlechtem Licht. Rechts liegen die Knöpfe Up and Down zum Blättern durch die Menüs. Mit dem Auswahlknopf links unten wählst du eine Option aus. Auf dem inneren Ring siehst du verschiedene Modi. Stoppuhr, Höhenmesser, Kompass, Sportmodus, Tauchgangsplaner, Logbuch und Tauchmodus. Hier stellst du die Modi Scuba, Apnoe, Gauge und Schwimmen ein und die Funktion Set für die Uhr und den Alarm. In diesem Channel findest du viele Videos, in denen ich dir die verschiedenen Modi und Funktionen detailliert erkläre. Viel Spaß beim Tauchen mit deinem Mantis 2.